suffering a water shortage. I spotted some pipes leading to a dried-up lake near the caravel. I believe Monroy's people discovered water deep in the ground and used those pipes to pump it to the caravel. There must be a way to get that system up and running again. Land der Dürre, Land der Pfützen, Land des Meeres, was auch immer. Ja, willkommen zu diesem Endgame-Level, das ich zum ersten Mal spiele, was eigentlich als Shotgun-Test gedacht ist. Das heißt, diese Shotgun wird ausprobiert, die Goldene, die ich zuvor bekommen habe in einem Spieleversuch, wo ich Basecamp getestet habe. Aber ich glaube, ich will zuerst mal so weitermachen. Thumbnail. Oh. Ja, Thumbnail, eindeutig. Machen wir mal keinen Screenshot, ich werde es mir nachher rausholen. Hallo, Mutants. Ich glaube, ich habe sie ganz vergessen, weiter abzugraden. Sie ladet automatisch nach, wenn ein Gegner gekillt wird mit einem gewissen Magazinzahl. Was ich wahrscheinlich noch ersetzen werde. Hopp, komm. Und der erste Schuss macht extra Schaden, wie man sieht. Aber sie ist nicht so stark, kommt mir vor. Ist auch nicht auf einem sehr hohen Level. Schauen wir mal. Nein, nichts gemacht. Ja, automatisch nachgeladen, okay. Also ich müsste es mir richtig timern, dass ich das so machen kann, dass dann automatisch nachgeladen wird, so wie hier. Ah, okay, vielleicht wird es doch was mit dieser Shotgun. Ja, anderes Mikrofon wird auch gerade getestet. Ich habe normal mit dem Electro Voice meistens gespielt. Aber für PlayStation Recordings ist das zu leise. Man braucht da richtig Gain, damit man bei dem eine ordentliche Lautstärke zusammenbekommt. Und jetzt habe ich mir ein AKG C212 oder so in Verwendung. Ah, okay, ne? Die Shotgun macht vielleicht doch was. Richtig. Überhaupt mit dem Muni automatisch nachladen. Ah, jetzt muss ich doch mal normal nachladen. Oder ich hau mir doppelten ersten Schusseffekt drauf und gehe wieder ersten Schuss spammen. Ah, Vogel. Mist. Kann ich teleportieren zu ihm? Nein. Jetzt da. Auch nicht. Ja. Ich hasse Vögel. Was haben wir dann noch alles da? Aber mit meinen Ausweichkünsten komme ich da schon klar. Hopp, während ich das sage und schon auf die Fresse bekomme. Wow. Oh, ja. Das war klar, dass das mal geht. So in die Richtung. Ich kann zwar Stufe 48 schon spielen, aber Stufe, was haben wir, 47 ist trotzdem noch ziemlich hoch. Okay, ich habe noch eine andere Schrotflinte zum Ausprobieren. Anomalie-Energie, Schwäche, die anderen Waffen sind eigentlich auch ziemlich gut. Nehmen wir doppel-automatisch Flinte, das heißt, ich werde zurückrennen und nachladen müssen. Gleich rein da. Ich merke noch nichts von den Spezialexplosionen. Aber sie ist automatisch, was schon mal ziemlich gut ist. Von der Schwäche kriege ich gerade auch nicht viel mit. Und das war's schon fast mit der Munition. Ja. Kann ich da drinnen rein campen? Für den Vogel wäre das gar nicht schlecht. Ja, kann ich.
So, wo ist das Scharfschützengewehr? Hier. Wenn ich mir so den Vogel erkämpfen kann, ist das schon mal eine Gewinnertaktik. Immer wieder mit der alten wahren Shotgun, wo sich die andere nicht so schlecht angefühlt hat, aber es ist Shotgun und ich spiele den Spielstil, den man braucht zum Shotgun spielen. So, wo ist der Vogel? Kommt nicht. Okay, dann geben wir wieder kleine verlegen. Und den Eingang von dem, von der Hölle campen. Ja. Wo war ich mit meinem Facecam-Ding? Ich habe Rocket League ein Spiel aufgenommen und zwei Spiele Outriders mit Facecam. Wo ich mir eigentlich die nur getestet habe. Qualität ist zwar nicht so gut, war auch nicht so ein teures Teil, aber mit Filter dann, der ein bisschen eigen und kreativ ausschaut, mit dem geht es dann auch ziemlich gut. Aber zuerst muss ich mal dann die Spiele hochladen, nachdem ich... Wie viel Money habe ich? Nicht mehr viel. Und noch immer kein Fliegender. Ah, da ist er. Vielleicht schaffe ich es, ihn wieder zu klitschen. Hopp, komm schon in die Höhle mit dir. Hopp. Kommt er rein? Er kommt rein. Ha! Das hätte ich mir nicht gedacht. Das ist aber sein Tod dann. Ja, das ist sein Tod. Komm mal rein, Gott. Oh, vielleicht ist es doch mein Tod. Wow. Wow, raus. Uff. Nicht herumstehen da so. Ach, komm schon. Können die einfach nicht verrecken? Wo ist der Vogel? Ich habe ihn in die Höhle gelassen. Oh, wow. Wie spiele ich das Spiel? Er schaut so aus, als wäre er in der Hölle gefangen gewesen. Wenn er... Ach, Mist. Oh je. Ich brauche bessere Waffen mit mehr Muni. Ja. Dann noch beim Sniper. Vielleicht werde ich bereuen. Nee, ich nehme die andere Shotgun mit und gehe dann wechseln. Hopp, so, oh je, nächste. Versuch mal die Großen gleich wegzumachen. Wäre vielleicht nicht die schlechteste Taktik. Und den anderen gehen wir dann in der Hölle wieder fangen. So. Wo ist der Vogel? Ganz hinten glitscht er. Dann holen wir den Sniper raus. Ich hab's wieder geschafft. Oh ja, nee, ich hab's doch nicht geschafft. Ich kriege wieder kleine Gegner. Wo seid ihr? Holen wir uns den Vogel später. Gut, dass er geklitscht ist. Soll ich meine Vögel am liebsten?
wenn sie mich zurück in die Höhle pushen. Sehr gut, Pokémoni wahrscheinlich, ja. Ach, wurscht. Ein mit der Shotgun. Das wird wieder ein langes Spiel. Weil anscheinend Stufe 47 schon zu viel für mich ist. Und dieser Spezialraid muss fertig gemacht werden. So. Mal schauen, wie weit wir nach vorne pushen können. Ah, jetzt da. Ja, sehr schön. Skyphien. Hat er sogar einen Spezialnamen? Oder hat er immer den Namen? Ich habe nie Zeit zum Schauen. Aber der wird auf jeden Fall gehen. Hopp, der dodged. Ich glaube, das ist ein Spezialboss. Der ist sogar blau. Ach komm, nicht verstecken da hinten. Wo ist er jetzt? Da. Ich glaube, er kommt mal langsam näher. Vielleicht hat er einfach nur selbst isolieren brav. Oh. Das ist, glaube ich, ein normaler Vogel. Sobald du landest, bist du am... am Boden. Am Sterben. Am Lande. Ja. Wow. Ich schätze, dass beim nächsten Tor Munis kommen wird. Oder ein Cutscene. Naja. So ein Boss. Der dauert eh nie lange. Wird mich gleich wieder in die Höhle zurückstößen. Ha! Nix Spezialfähigkeit für dich. Das ist schon wieder mal ein guter Start. Aber jetzt kommen auch schon die Kleinen. Ich brauche Muni. Okay, wir mal in die Höhle zurückfallen. Muni leer, Muni leer. Gib mal die Muni her. Und schauen wir mal. Das ist ein Scharfschützen-Blitzer-Sniper. Mein Scharfschützengewehr kann man dazu fast nicht mehr sagen. Oh. Hat mich sogar erwischt. Toll. Der nimmt natürlich fast nie Schaden gerade. Den kleinen lass mal am Leben. Lass mal, falls mal wen zum Teleportieren brauchen. Nein. Er charged. Machen wir mal ein bisschen extra Schaden. Naja, er kriegt sicher noch eine Nachschubwelle. Und eben. Jetzt kommt die Nachschubwelle, oder? Ich glaube, das ist meine einzige Stufe 47 Waffe. Buff nur den einen Typen. Okay, rein mit der Shotgun. Alles im Rücken. Guter Schaden. Jetzt doch nicht ewig dauern, wenn er jetzt sofort dort ist. Machen wir gleich. Dich auch. Wurde gekuschelt. Mit einer Umarmung. Ich riskiere mal und schätze, dass da vorne Muni liegt. Ich sehe sie schon. Sehr schön. Mir kommt vor allem Mutanten-Map schon viel schöner aus. Spaceship. Sehr schön. Und weiter. Dauert ja jetzt schon viel zu lange. Dann habe ich auch noch ein kurzes englisches Outrider-Video.
wo ich einfach nur einen Test damals gemacht habe mit dem Mikrofon, was ich gesagt habe. Selecto war das Mikrofon. Wollte ich nicht die Shotgun spielen? Naja, wurscht. Oh je, yeah. Nicht wurscht. Überhaupt nicht wurscht. Überhaupt nicht wurscht. Okay, meine Granaten räumen wir noch ein bisschen auf. Hab Frühstgranatenschaden. In der Map Gebirgsstation, das ist das englische Video, wo ich die Gebirgsstation komischerweise überhaupt nicht spielen kann, weil ich immer auf die Nase bekomme. Ich glaube, ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr durch Gebirgsstation durchgeschafft, überhaupt weil die Schwierigkeit ein bisschen annehmend ist. Ich habe es auf Deutsch auch probiert, das ist ein Facecam-Video, aber das ist noch schlechter gegangen. Den holen wir uns mit dem Scharfschützengewehr. Bisschen Spezialschaden auf ihm. Macht gerade nicht viel. Ich glaube nicht, dass der Freeze mich durch die Wand durchholen wird. Nein, macht er auch nicht. Was haben wir wieder so einen? Der kriegt gleich noch extra Schildschaden von meinem Schild. Deswegen heißt Schildschaden. Der macht gerade gar nichts. Okay, passt. Bin nur noch rechtzeitig zerstört. Kann ich Muni holen? Nein. Da ist ein bisschen Muni. Wir werden einfach mit dem speziellen Muni-Ding durchschießen und hoffen, dass wir genug Muni nachbekommen. Gar nichts. Muni, irgendwo. Was haben wir hier? Irgendwas ganz Großes. Ja. Zwei davon. Glitschen die wieder? Wurscht, wir werden rüber snipen. Und dann werde ich wahrscheinlich mir irgendwo Muni holen müssen. Ja, kommt schon die Armee. Irgendwer kann von euch werden. Muni droppen bitte. Wäre ganz nett. Schaut nicht so aus. Ja, dann gehen wir mal auf die Muni-Reise, während ich trinke. Und das nicht bereue, hoffentlich. Muni? Nein. Nein. Was haben wir hier hinten? Oh, wieder wegen geklitschen. Ist das Muni? Das schaut nach Muni aus. Das ist nur ein Spitz. Nein, es ist nur ein Licht. Ah, Mist. Wow. Ich kann Waffen wechseln später. Statt Muni zu holen. Machen wir mal das da. Ah, da darf ich nicht drin stehen. Oh. Weiter Versuch wieder. So, wie schaut's aus mit meiner Muni-Situation? Ich kann zurückrennen, probieren und dort Muni nehmen. Und hoffen, dass es sich ausgeht. Vielleicht mit teleportieren. Riskieren wir. Oh, komm. Nee, fuck. Machen wir einfach langsam uns Falle und gehen mal Waffen wechseln. So. Sehr schön. Au. Ah, jetzt habe ich nachgeladen, ich Idiot. Weiter Schlag, ja. Ah. Die erste Kugel macht extra Schaden. Darauf werden wir uns verlassen.
Das heißt, wir werden einfach nur erste Kugel schießen. Bis meine Spezialfähigkeit da ist. Au. Oh. Und nicht nachladen. Ei, nicht ausgewichen. Auch nicht ausgewichen. Endlich. Okay, dann haben wir hier hinten einen Boss. Den werden wir mit... Wo ist sie? Wo ist das Sturmgewehr? Emperor's Will, passt. Dem Sturmgewehr an, boxen. Der ist wieder geklitscht, meine Spezialfähigkeit. Gegner zum Klitschen bringen. Ah, ich glaube, ich habe sie genau wieder befreit. Haben wir schon Muni? Nein. Nein, haben wir nicht. Ah! Können wir die Kleinen vernichten und mir dann Muni holen. Oder die Waffe wechseln eigentlich. Okay, Waffe wechseln. So. Spezialtaktik. Nix da. Spezialkugel in Po. Ach komm. Immer näher ran für den Schuss. Diesmal nicht. Dann werden wir so oft wie möglich teleportieren, dass wir es ausnutzen. Was eh Schaden macht. Ich glaube, ich habe verfehlt. Ich glaube, ich habe wieder verfehlt. Jetzt sollte ich anfangen. Ob, ja. Oder Treffen anfangen. Würde auch helfen nochmal. Oh. Schlagen sehr effektiv. Ich glaube, ich habe auf der Sturmgewehr die gleiche Fähigkeit. Schaut's aus. Ach komm. Und das dauert wieder schon so ewig. Au. Jetzt ist aber Schluss da. Okay. Und wahrscheinlich haben wir noch zwei oder eine Zone. Und mein Wasser ist schon aus. Aber vom optischen her und vom freien herumlaufen und Spiels Deal gefällt mir diese Map schon. Okay. Da ist sie. Die wahre Schrotflinte. Yep. Okay. Wieder nach Land. Eieiei, koch. Lass mich einfach nicht backtracken. Können wir nochmal schnell Muni holen. Das geht sich aus. Passt. Das ist schon mal wichtig. Nicht nachladen geschafft. Oh, ich darf nicht in den Sumpf. Ich sehe es. Wir mal den an teleportieren. Muss mal die Kleinen wegmachen. Dann kriegt der Granatenschaden. Und wieder Kleine wegmachen.
Dann können wir den großen Schaden machen. Bad auch noch. Und weg ist er. Ich geh Money holen. Jetzt wird nichts mehr riskiert da. Hopp, vorbeigerannt. Und so, da kommt denn eine fette Welle. Aber wir haben es unter Kontrolle hoffentlich. Was ist das für ein Viech? Oh, okay. Geh mal raus lieber. Geh mal lieber raus da. Okay, das ist ja kein ganz großer. Ich hab kurz Angst gehabt, das ist ein ganz großer. Okay, Muni holen die Zehnte. Ich schätze eine Welle noch, dann kommt der Boss. Oh, wir haben mehrere Bosse. Jetzt sollten wir dann gleich mal so viel Schaden machen wie möglich. Bevor die anderen Bosse uns noch dazu holen. Nicht weglaufen. In den Rücken. Okay, ist ja schon. Das war's mit dem. Da kann ich mich jetzt auf kleinere Dinge konzentrieren. Was haben wir hier? Ah, du. Alles im Rücken auch bei dir? Und alles wieder im Rücken. Und ganz hinten ist der andere langsamer. Okay. Moni holen die Zehnte. Ich meine, den ganz hinteren langsam kann ich fast mit dem Scharfschützengewehr schnell holen. Wo ist es hier? Fast. Klingt nach einem Plan. Er braucht eine Stunde, bis er herkommt. Ich glaube, das hat nicht mal die Reichweite, dass zu mir kommt. Schaut nicht so aus. Aber Schaden macht es auch gerade nicht so. Ja, einfach nochmal warten, bis die Kugel aufgeladen hat, links unten, die L1-Fähigkeit, und dann mit der Shotgun reinpushen und den schnell wegmachen, während der sowieso kein Wasser hat gerade. Und nicht zu mir kommt. Ah, schau jetzt da. Ah. Nein. Kann. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich ein Boss. Kein fliegender ist. Nichts. Die wäre die Bombe. Oh. Okay. Oh, da war auch Muni. Das heißt, in der Mitte kommt dann der Boss. Oh, bitte kein Blutsauger. Was heißt der Blutwund oder so? Ich meine, zum Rumlaufen ist genug Platz, aber die teleportieren auch ziemlich stark zu dir. Kein Bluthund, kein Vogel, keine kleinen Wespenvögel, keine Kassadors, please. Was kriegen wir? Nur kleine Typen bis jetzt. Nix da. Wo ist der Boss? Ich hab gerade einen Boss gesehen. Ah, da unten. Das ist
so stecken geblieben. Ja, meine Superfähigkeit, wie ich gesagt, Bosse zum Glitschen bringen. Das habe ich drauf, ja, ja. Keiner kann das so gut wie ich. Oh, hat's rausgeschafft. Böser Boss. Mach mal einen Granatensturm da. Die sind gefährlich, die Kleinen. Oh, Vogel, 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 Vogel. Oh, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Oh je, oh je, oh, 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 oh. Das war's mit mir gleich. Wow. Der Boss ist nicht mal der Gefahr, das sind die Vögel. Ich habe gesagt, der Boss ist keine Gefahr und ich bereue es. Oh. Oh je. Oh, Mist. Warum die Vögel? Wenn dann was dann. Ah, oh, ich treffe da nichts mehr. Oh, irgendwann werde ich zum Uni kommen. Irgendwann werde ich den beim ersten Ball treffen, den Vogel da. Run, boy, run. Ah, das war ein guter. Da ist die Muni, vielleicht schaffe ich es diesmal. Ja. Habe ich den Vogel erwischt? Ja. Du bist nächster. Ja. Ob und der nächste Boss kommt. Und der nächste Boss kommt. Wow. Lieber Moni gleich nehmen. Und wieder One Shot. One Shot und Dart. Eieiei. Das wird eine Kreisrunde. Komm ich raus da? Komm schon. Nein, komm nicht so. Mal einen kleinen Vektor. Nein, schaffe ich nicht. Irgendein. Das ist wieder mal überhaupt nicht einfach.
Ah, schon wieder erwischt. Vielleicht geht gut, wenn der mich attackiert. Oi. Oh. Da unten wieder ein Boss, na ja, der noch so einer. Okay, sehr schön. Der war wichtig. Weg mit dir. Nipp. Gefährliche Attacke. Ausgezahlt. Hätte ich gesagt. Boah, komm schon. Ja, geht doch. Boah. Ring around the Rosie. Was haben wir da noch? Den Typen einmal. Der hat noch gar keinen Schaden bekommen. Sehr schön. Und zwei kleine irgendwo verteilt, weil sich da alles hier zusammenklitscht. Das hat mich sogar getroffen. Hallo. Sorry. Komme ich da gar nicht gescheit raus? Vielleicht kann ich auch teleportieren. Yep. Alles in den Rücken. Guter Schaden. Uhuhu. Ich stoppe rum ein bisschen. Und du bist down. Nein. Machen wir wieder mit dem Teleport weg. Da lebt noch was. Au. Au. Ja, noch ein Boss, warum nicht? War ja so einfach bis jetzt. War ja so einfach bis jetzt. Greife nicht. Yep, das Nachladen werden wir aufs Austauschen auf jeden Fall. Und wir rennen wieder Kreise. Das Spiel wird schon ewig lang dauern. Uhuhu. Super Fähigkeit. Weg mit euch zwei. Kann man einfach den raufhauen. Ab, raus hier. Spezialgrüne wieder. Und da steckt schon wieder was.
Oh. Das ist erst der Boss, wie schön. In deinen Rücken. Und in deinen Rücken. Wie viel Money haben wir noch? Ja, nichts mehr natürlich. Aber ich glaube, irgendwo hinter mir war Money. Oder? Wo ist die Money? Auf der Seite. Da. So, ein paar One-Shots noch. Den einen haben sie gleich einfach so verrecken lassen. Gut, Wächterin. Oh, besser. Outrider detected. Oh, schon, was golden ist. Der Grind hat ja viel zu lange gedauert. Ne, schaut nicht so aus. Ja, danke fürs Zuschauen. Schnell beenden. Und tschüss.